Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein und heute geht es mal um eine Frage, die mir ein Kollege gestellt hat. Und zwar hat er mich gefragt, du Thomas, was ist eigentlich das Besondere an ClickTip? ClickTip ist eine E-Mail-Marketing-Software, ein sehr umfassendes Tool, das sehr viele Dinge kann, also viel mehr als wie nur automatisiert Newsletter verschicken, ja. Und dann habe ich ihm gesagt, ja gut, es gibt da wie gesagt also einige Punkte, die da sehr große Vorteile in sich tragen, was dieses E-Mail-Newsletter-Tool betrifft. Aber eines der wirklich, wo du wirklich einen Daumen hoch machen muss, ist das sogenannte Tagging-System. Also das Tagging-System, das dahinter steckt, ist auch sogenannte Smart Tagging genannt, ja. Wo meiner Meinung nach, ich weiß jetzt eigentlich nur von zwei weiteren Tools, die das derzeit machen oder ähnlich umsetzen zumindest. Also das eine ist Newsletter to Go. Das ist, die sind irgendwo in Berlin, das ist auch ein deutsches Newsletter-Tool, auch empfehlenswert. Nur wenn man dann mehrere E-Mails versendet, das ist dann wie so eine Prepaid-Card, kann man das bei Newsletter2Go sehen. Also wenn ich ein Handy benutze, also eine SIM-Karte mir kaufe oder einen Pay-as-you-go, ja, also ich zahle nur, wenn ich mein Handy auch benutze und ich benutze eben, oder ich habe von vornherein vor, das Handy nicht so oft zu benutzen oder nicht regelmäßig und nicht in so großen Mengen. Also ich telefoniere nicht andauernd, ja, oder ich habe nicht so lange Gespräche, dann ist dann so ein Pay-as-you-go, ja, System ist dann schon, ja, kann man sich so eine SIM-Karte eben kaufen oder so ein Handy. Ja, wie Newsletter to go, aber wenn ich dann, sagen wir mal, jeden Tag 1000 E-Mails versende, dann wird das relativ sehr schnell, wird das eben sehr teuer. Ja? Und das Problem habe ich also jetzt in dem Sinne nicht bei ClickTip. Also ClickTip hat halt einfach ein komplett anderes Preismodell, ja? Muss man einfach so sagen. Und ist eigentlich letztendlich auch, ich würde mal sagen, ja, man zahlt monatlich. Ja, das fängt an bei 27 Euro, dann 47 Euro und dann 67 Euro und dann noch das Enterprise, das ist dann 149 Euro und einmalige Installationsgebühr. Aber das ist sowieso nur was für etwas größere Unternehmen mit über 10.000 Kontakten Minimum und oder Agenturen oder Reseller und so weiter. Also von dem her, man zahlt einfach monatlich seine Gebühren und muss sich über nichts mehr Gedanken machen. Ja, bei Newsletter2Go, die haben auch Tag-basiert, aber ich nutze es manchmal aus anderen Gründen, weil die gewisse Schnittstellen wieder haben mit irgendwelchen CRMs, die wiederum irgendwelche Kunden von mir haben und so weiter und so fort. Aber das ist viel zu sehr ins Detail. Das Tagging an sich, ja, das Tagging an sich ist eben, ja, es ist auch keine Neuheit mehr, aber es ist wirklich entscheidend, dass man das eben nutzt, weil man dann eben von diesem listenbasiert weggeht hin zu Individualisierung, ja, in der Kundenansprache. Und das ist eigentlich ein Prinzip, das sich komplett durch die ganze IT schon seit Jahren durchzieht. Ja, letztendlich, was steckt dahinter? Dahinter steckt nichts anderes als, man kann sich letztendlich eine Datenbankstruktur ja so vorstellen, dass man gewisse Silos hat, also wie so ein Silo, ja, also in dem einen ist Weizen, im anderen Roggen und in dem anderen Hafer und die werden nicht miteinander vermischt, ja. Und so ähnlich, so diese Datensilos, so ähnlich ist es eben traditionell, sind Datenbanken aufgebaut und über dieses Tagging-System wird das Ganze eben viel flexibler. Ja, das heißt, ich weiß, ich kann zum Beispiel jetzt einfach quer abfragen zwischen diesen Datensilos, Abfragen machen und Unterkategorien bilden
Und hier mal ein ganz kurzes Beispiel, um das mal ein bisschen zu simplifizieren für Leute, die einfach auch von der IT gar nicht so viel Ahnung haben oder Ahnung haben wollen überhaupt. Ne? Das ist auch vollkommen verständlich, ja, ist auch nicht jedermanns Sache. Ein kurzes Beispiel, wenn ich jetzt halt auf einer Messe bin und ich scanne mit meinem Handy über eine App, kann ich das mit ClickTip verbinden. Ich scanne Interessenten, ich treffe Interessenten, neue potenzielle Kunden oder bereits Kunden und so weiter, aber oder einfach ich treffe neue Leute und scanne denen ihre Visitenkarte ein. Ja, dann geht das in meine Datenbank und eine gewisse Kategorie, ja, mit dem Tag Messe XYZ, ja, was weiß ich, Funkausstellung oder irgendwas. Dann weiß ich, dass alle, dann habe ich eine Liste, also eine Gruppe von den Interessenten, und ich weiß ganz genau, alle Interessenten, die in dieser Gruppe sind, habe ich an denen dem Tag auf deren der Messe getroffen. Dann schicke ich automatisiert denen eine E-Mail, eine Follow-up-E-Mail, vielen Dank, schön, dass wir uns getroffen haben, vielleicht sollten wir uns mal wieder, vielleicht sollten wir uns in einem Follow-up-Gespräch, entweder über Skype oder vor Ort mal treffen, weil wir dann einfach viel mehr Zeit haben, weil auf diesen Messen, da hat man einfach in der Regel nicht so viel Zeit, das ist ein riesiger Tumult, das ist recht laut, und einfach das Follow-up-Gespräch sozusagen hier anpreisen über eine Follow-up-E-Mail, und das alles automatisiert, ja, und dann schicke ich das raus, und dann gibt es natürlich wieder einen Prozentsatz von denjenigen, von diesen Interessenten, die ich auf der Messe generiert habe, die jetzt die E-Mail entweder öffnen oder nicht öffnen oder öffnen und klicken oder öffnen und nicht klicken und so weiter und so fort. Und für jede Aktion, für jede Stufe, für jede Stufe der Aktion, die eben dann mein Interessent oder meine Interessenten, die ich die E-Mails geschickt habe. Ach, ist kompliziert zu erklären. Nun, für jede Stufe, ja, wird sozusagen wieder ein Tag vergeben, sodass ich automatisiert, und das Smart Tagging macht es eben alles automatisch. Das ist der Witz dabei. Ja. Es wäre ja ein uferloser Arbeitsaufwand, ja, wenn ich hier permanent alles per Hand machen müsste. Aber so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in der Messe, ich bin 5 Tage auf der Messe, treffe dort, was weiß ich, 300 Leute, ja, dann schicke ich die erste E-Mail raus, dann sind von den 300 Leuten öffnen 50 Leute, dann schicke ich halt nochmal eine E-Mail raus, aber nicht mehr zu den 50 Leuten, ja, schicke ich jetzt eine andere E-Mail oder nicht mehr die E-Mail, die ich jetzt zu den 250, die noch nicht geöffnet haben, schicke ich jetzt wieder eine andere E-Mail, ist ja logisch, ja, weil da schicke ich eine Erinnerungs-E-Mail, ja, hallo Herr sowieso, ich habe Ihnen ja vor 2 Tagen eine E-Mail geschickt, vielleicht können Sie sich daran erinnern, oder vielleicht hatten Sie einfach zu viel zu tun und konnten sie nicht öffnen und so weiter und so fort. Das kann ich ja den 50 Leuten, die E-Mail bereits geöffnet haben, ja, kann ich ja nicht wirklich denselben Text verwenden, oder es ist natürlich ein bisschen unklug, oder andersrum gesagt, ich habe die Möglichkeit, hier zu individualisieren, ja, und dann gibt es eben diejenigen, die geöffnet haben, aber nicht geklickt, da kann ich für die wieder, für diese Untergruppe wieder einen neuen Text verfassen, aber das jedes Mal auch nur einmal, sodass ich letztendlich das Gesamte als eine Kampagne zusammenfassen kann und das für jede Messe nochmal wieder neu sozusagen über Placeholder, also ich tausche dann einfach nur den Namen der Messe aus, ja, und kann das sozusagen so automatisieren, dass mein Arbeitsaufwand ja schrumpft auf ein Minimum. Und wenn ich das manchmal so sehe bei Kollegen von mir noch, die halt auch viel im Vertrieb unterwegs sind und auf Messen und so weiter, die das alles teilweise noch händisch machen, ja, die einfach wirklich ihre Visitenkarten noch auf Papier einsammeln. Da gibt es sogar ganz viele noch, die das so machen. Ja, ich habe ja selber immer wieder, kriege ich welche. Und die das dann händisch in ihr System eintippen und
ja, wenn Sie auf so einer Messe dann waren, 5 Tage lang, dass Sie dann nochmal das ganze Wochenende benötigen, nur um diese ganzen Sachen nachzuarbeiten, weil Sie nämlich am nächsten Montag dann in der regulären Arbeitszeit schon wieder was anderes völlig vorhaben und müssen die ganzen Angebote schreiben und so weiter und so fort. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Smart Tagging oder Tagging bei der E-Mail-Software ist ein absoluter Muss. Also wir schreiben das Jahr 2018 jetzt, Februar, heute ist der 26. Also das sollte schon absolut möglich sein, dass man sich das leisten kann. Wie gesagt, so, selbst wenn du ein freischaffender Vertriebler bist, ja, kannst du dir dieses Tool leisten für 60, 80 Euro netto. Brutto 80 Euro, kriegst du die 19% Mehrwertsteuer, kriegst du eh wieder zurück. Also mit dem kannst du alles machen, Enterprise eben 140. Also es ist wirklich jetzt nicht wenn du dir am Oktoberfest irgendwie 5-mal eine Maß ziehst, dann hast du das auch wieder rein, ja. Oder eben nicht ziehst, ja, und kein Bier trinkst, mal zur Abwechslung. Na gut, also das war es soweit. Ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Hau rein, ja, viel Umsatz und schau dir dieses Clicktip-Tool mal an. Ja? Hier unten habe ich dir so einen Link reingehauen und da, wo du auf so ein Webinar kommst und wenn du dieses Webinar angeguckt hast, kriegst du dann hinten raus, ich glaube, das ist immer noch möglich, bietet er immer noch an dort, dieser Mario Wolosch, dass du dann für 1 Euro ein Monat lang das testen kannst. Ja, ich weiß nicht, wie lange das noch so ist, aber es ist nach wie vor noch so. Und das ist natürlich super, ne, weil 1 Monat ist eine lange Zeit. Wenn du dir vielleicht einen Urlaub nimmst, eine Woche Urlaub oder einfach mal Zeit nimmst oder weniger Fernsehen schaust oder sowas, ne, oder weniger abends irgendwo in irgendwelchen Bars rumhockst, sondern dir mal dich da reinkniest, dich da ein bisschen reinarbeitest, da sind über 400 Tutorials drin, in Videoform, in Textform, in PDF-Form, Checklisten, alles mögliche. Ein super Ding. Also für 1 Euro kannst du dich da einloggen und 1 Monat lang dir das richtig mal durchziehen, das Ganze. Und dann kannst du selber entscheiden, ob du weitermachen willst, ob du upgraden willst, downgraden willst. Du kannst es einfach mit ein paar Klicks kannst du up- und downgraden. Oben siehst du dann so Sterne. Ich muss da mal auch ein Video machen, ein Screen-Video. Okay, also es ist wirklich, also ich bin wirklich begeistert von dem Tool, sonst würde ich dieses Video nicht machen. Und ich hoffe, das Tagging ist jetzt auch ein bisschen klarer geworden. Bis zum nächsten Mal. Nochmal viel Erfolg, ja? Okay, tschüssi.